tritt das Pförtner aus. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zur finalen Aufnahmesession von Crysis 2. Wo müssen wir eigentlich hingehen? Ich glaube hier vor irgendwo. Weg da. Keine Chance, Leute. Was? Da ist er auf jeden Fall. Den knall ich direkt mal mit dem Headshot ab. Das war's. Haha, Pech gehabt. Oh, da ist einer, der brutzelt mich. Aber ganz schön hier. Macht einen Abgang, meine Freunde. Das ist besser für uns alle, würde ich mal sagen. Was wollt ihr, hä? Wollt ihr Stress? Boah, der will ganz schön Stress, Alter. Verdammte Scheiße. Der hat so einen Elektroschocker oder was das ist. Keine Ahnung. What the fuck? Ich sollte mal lieber hier weg. So. Einfach mal von hier aus die ganze Sache regeln. Aber überall sind irgendwelche Idioten, die am MG stehen. Und das ist scheiße. Ziemlich scheiße, Leute. Da ist er. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Haha, habe ich auch. So, erstmal die Lasertypen alle ausschalten, weil die sind ein kleines Problem. Und da oben war ein Sniper. Aber der ist jetzt Geschichte. Sehr schön. Und die Scarab nehme ich mir mal. Ah, nimm mal die hier bitte. So, die ist doch nice, die Scarab. So, aber da tun wir nochmal ein anderes Visier drauf kloppen. Und zwar das Reflexvisier. Weil das ja das Beste ist anscheinend. Klar bin ich ein Panzer. Ich bin wie ein Panzer, ja. Hast du richtig erraten. Und die wollen es auch nicht kapieren, oder? Lass mich doch jetzt mal in Frieden, Mann. Meine Güte, ich laufe einfach weiter jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Komm jetzt bitte schön hier rüber. Ach, da vorne. Ja, mein Freund, geschlitzt. Geschlitzt, so kann's gehen. Wieso habe ich jetzt eine Granate? Ah, die wollte ich gar nicht. Egal, was haben wir hier? Was hat der für eine Knarre? Doch nicht die, Junge. Scarab. Ah, fuck, die hat nur 24 Schuss. Na, komm, bleib mal bei der. Die, ja, scheiß doch drauf, egal. Es wird sowieso jetzt gleich wieder irgendwo Munition geben, schätze ich mal. Und dann ist das ja auch gegessen hier. So, die Gegner da hinten lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Lauf einfach mal weiter und... Wieso geht der Rollo jetzt runter? Das Rolltor hier. Das dürfte interessant werden. Ja, danke, Alter. Was soll das jetzt? Nix da. Ja, und jetzt? Toll. Ich sehe nix. Also, ich habe keine Knarre mehr. Was soll das jetzt werden hier? Alcatraz, links von Ihnen ist ein Abflussgitter. Zerstören Sie es und nehmen Sie die Kanäle zum Fluss. Ich entriegle die Wartungstür und übermittle Ihnen Lockharts Position. Los! Wo ist das Scheißteil? Los jetzt! Ah, hier! Verstehe. Und Munition gibt es natürlich auch noch mal reichlich. Komme ich jetzt hier rein? Haha! Nice! Geht doch! Tannenfeld aktiviert auf jeden Fall. Und wo geht's weiter? Ich schätze mal hier. Er ist weg! Er ist nicht mehr hier! Commander Lockhart! Der Teufel ist da draußen, los geht's, Sex! Kommen! Wo ist der Lappen, Alter? Ich bin, glaub, falsch gelaufen, oder? Tarnfeld aktiviert. Schätze ich mal. Spüren Sie ihn da raus! Gelb 10, Achtung! Ziel ist möglicherweise an Ihrer linken Flanke. Vermutlich unbeschädigt. EMP war anscheinend wirkungslos. Ich wiederhole. EMP wirkungslos. Bereit machen zum Angriff. Ja, Lockhart, oder wie? Nicht Lockhart, was laber ich? So, ich tue hier kurz nochmal ausharren und es geht gleich weiter. So, jetzt. Ich muss jetzt den Idioten mal abknallen. Ja, musste. Komm ich jetzt da hoch? Mach mal das Rolltor auf, oder? Lockhart? Achso, ich soll Lockhart umbringen, oder wie? Komm ich da hoch, Mann? Bitte. Sie sind der nächste, alter Mann. Wenn ich mit dem Arsch im Anzug fertig bin, sind Sie fällig. Nicht mit Hausarrest. Komm ich da rein, Mann? Lasse Ihnen das senile Hirn raus. Bessere Männer als Sie haben das. Bessere Männer als Sie und Wesen, die so weit über Menschen stehen, dass es ihre Vorstellung übersteigt. Verdammt. Alcatraz, töten Sie ihn. Wofür zum Teufel bezahle ich euch eigentlich? Was soll denn der Scheiß hier? Ja, geht doch, hier geht's hoch. Anscheinend. So. Erledigt ihn! Und jetzt geht's los.
Jetzt wird geballert, würde ich sagen, oder? Leute, habt ihr Bock drauf? Also ich auf jeden Fall schon. Und nächster Blechdose. Das gibt's gar nicht, mein Freund. Weg davon, MG, mein Freund. Pech gehabt. Haha. Tja, mein Freund. Das war's wohl, ne? Den bekommst du aber nicht. Den Anzug. Niemand bekommt den Anzug, außer ich. Ich behalte ihn. So sieht's aus. Und, boah. Die ziehen ab, aber sicher. Alter, diese Lappen, Mann. Kann ich die hier nicht hoch? Nee, schade. Machen wir mal Tarnfeld an. Und jetzt Bart mit der Schrot hier ein bisschen aufräumen, oder? Kommt doch immer gut, oder? Leute, würde ich mal sagen, oder? Ah, hier, zack, zack, zack. Und die Munition ist leer. Oh, wer tut mich da die ganze Zeit mit diesem... Der hier. Was sind das für Lappen, Mann? Verpisst euch. Kleine Idioten. Lasst mich doch... Boah. Okay. Das war's. Das war's, das war's, das war's. Okay, wenn... Noch... Fuck, Alter. Ich wäre fast gestorben, Mann. Das war knapp, Leute. Wie komme ich da hoch? Ich musste irgendwie hochkommen. Es muss irgendeinen Weg geben. Ja, tut euch selber in die Luft jagen. Ist natürlich auch eine gute Idee. Alter, und die können es halt einfach nicht lassen mit dem Granatenwerfer. Regt mich schon ein bisschen auf gerade. Aber machen wir mal das Tarnfeld an. Und die Lappen sehen mich natürlich halt einfach trotzdem. So, rein da, genau. Gute Idee. Hier gibt es nochmal Munition. Können wir immer gut gebrauchen. Super, ungeschafft. Machen wir mal Tarnfeld hier. Wo sind die? Ich muss hier rein, oder? Megatritt. Bams. What? Sollen das? Ach, Anzug Neustadt, okay. Nix da hier. Du musst sterben. Mein Freund, das war's für dich. Adios, amigo. Guten Flug habe ich dir gewünscht. Wow. Und da sind sie wieder. Was muss ich machen eigentlich hier? Soll ich hier irgendwas Bestimmtes erledigen oder aus hier Munition zu holen? Gibt's ja nichts, also außer Munition. Ah. Kein Problem. Gute Arbeit. Und jetzt bringen wir sie rein. Ich öffne jetzt den Eingang zum Prism. Rüber da, so schnell wie möglich. Betritt die Prism-Anlage und finde Arme. Ich bin auf dem Weg. So, mit Tarnfeld kriegen wir das auf jeden Fall super hin. Das wird nicht besonders schwer sein. Also, pff, locker vom Hocker machen wir das. Würde ich mal sagen. Hier, komm. Hier hinten mache ich mal kurz. Tue ich mal wieder warten im Gebüsch. Da sieht mich sowieso keiner. Das ist sehr gut. So, und nochmal. Tarnfeld aktiviert. Einfach weiter, wir ignorieren jetzt die Gegner. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt zum Ende des Spiels einfach mal öfters Tarnfeld noch an. Weil es sich einfach lohnt, Leute. Bevor die jetzt aufschrecken, ja, wäre nicht so gut. Daher machen wir es einfach auf die gechillte Art. Haha, die haben nichts gemerkt, die Opfer. So soll's sein. Systeme gestört. So ist's gut. Perfekt. Danke, Miss Strickland. Vorbildlich. Checken Sie ihn durch. Und dann lassen Sie ihn ins Labor bringen. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Tiefschichtenprotokolle zugeschaltet. Leite Systeme um. Aufwachen, Marine. Jetzt wird nicht gestorben. Bewegen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf.
weiterer Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Dann fangen wir mal an. Let's go. Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben mich belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Chef kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Zellulare Überladung. Schluss mit der Scheiße. Der Anzug verweigert die Trennung. Er überlädt. Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Netter Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht. Tja, Pech gehabt. Da hat jemand darauf auf dich geballert, ne? Ah, Terra, undercover oder was? Terra, hören Sie mich an. Es ist okay, Sie sind sicher. CIA. Hey, Special danke schön, Mann. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Geil. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Prophet und Gould rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Geht doch. Ich komme mal gerade mit hier. Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreave rausschaffen. Dann mal nichts wie los. Der Mann ist völlig verrückt. Er hält sich für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Aber er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem daran. Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dadurch schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Ich halte Sie über Funk auf dem Laufenden. Gehen Sie. Na gut, dann wissen wir immer Bescheid, was abgeht, ne? Okay, hier geht's raus. Kontrollpunkt und erstmal hier die Staff-Scar ab, nehme ich mir. Ah, so viel Munition hat die jetzt auch nicht. Ist ja dieselbe Waffe. Okay, dann scheiß drauf. What? Alter, was soll der Scheiß hier?